Hallo zusammen, ich komme gerade von einem Presseevent von Ubisoft hier in Hamburg und da hatte ich die Möglichkeit, mit den Entwicklern von Might & Magic 10 zu sprechen und die so ein wenig auszuquetschen, was so in den kommenden Patches und in der endgültigen Version alles so kommen wird. Und jetzt für die Ungeduldigen von euch hier die Liste. Also, ab Akt 2 wird die Welt offener sein. Das heißt, Akt 1 ist wirklich dafür da, den Spieler an das Spiel ranzuführen, aber Akt 2, das hört sich echt komisch an. Ab Akt 2. Ab Akt 2. Okay, also ab Akt 2 ist die Spielwelt dann wesentlich offener. Das heißt, man kann in eine ganz andere Region gehen, die man gar nicht für die Hauptquest braucht, zum Beispiel. Und man kann auch gleich von vornherein, wenn man will, in schwierigere Gegenden gehen. Auch wenn er wahrscheinlich einen auf den Deckel bekommt. Aber das gehört halt mit dazu, zu Might and Magic, dass man diese Freiheit hat. Dann, Gegner sollen respawnen, aber nur in der Außenwelt. Also es ist nicht geplant, dass man jetzt einen Dungeon immer und immer wieder betreten kann später, um den Dungeon zu grinden. Das ist nicht drin, aber Gegner auf der Oberwelt, gerade Taggegner und Nachtgegner, sollen wieder mal auftauchen, damit man was zu tun hat zwischendurch. Die Rassen- und Klassenkombinationen sollen immer noch sehr wichtig sein. Also das war auch ein Punkt, der mir sehr wichtig war. Denn ich hatte das Gefühl gehabt, dass es jetzt für jede Rasse drei Klassen geben wird. Und zwar eine Kämpferklasse, eine Diebesklasse und eine Zauberklasse. Und eigentlich ist es vollkommen egal, welche Rasse man dann wählt. Aber nein, es ist nicht so. Also ja, die Klassen werden ähnlich aufgebaut sein. Aber es ist schon so, dass wenn man jetzt einen Elfenmagier nimmt, dass man dann ganz andere Vor- und Nachteile hat, als wenn man einen Ork-Zauberer nimmt. Und so kann man immer noch richtig schön rumbasteln, was denn die beste Partyzusammenstellung ist. Das war auch gerade bei Might & Magic 7 so ein richtiger Knackpunkt für mich und Leute, die mit mir zusammen gespielt haben oder neben dem Let's Play hergespielt haben. Die haben dann drei, vier, fünf Mal neu angefangen, um eine bessere Party sich zusammenzustellen. Gerade wenn man mehr von dem Spiel kennt, dann weiß man, aha, ich brauche jetzt später im Endcontent jemanden, der länger überlebt oder mit der und der Waffe umgehen kann und so weiter. Und das macht das Spiel dann noch interessanter, dieser Replay-Value halt. Aber gut, nächster Punkt. Es soll nur wenige DLCs und Add-ons geben. Also sie wollen jetzt nicht das ganze Franchise ausbluten, um möglichst viel Geld zu verdienen. So wurde mir das jedenfalls gesagt. Es soll halt eher darum gehen, dass die Community selber den Content schafft. Ähnlich wie bei anderen großen Marken. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der jetzt auf der Liste ist. Nämlich ein Toolkit. Dass die Leute selber sich Dungeons basteln können und Klassen und so weiter. Also ja, es wird Add-ons geben und ja, es wird DLCs geben. Aber nicht übermäßig und auch nicht zu überteuerten Preisen. Eine Sache, die ich nicht so schön fand, es wird keine Paper Doll geben. Ja, es ist kein wichtiger Punkt. Und ja, Anziehpuppen sind nicht so hoch auf der Prioritätenliste. Aber ich fand es trotzdem cool, dass man bei 6 und 7 halt seine Charaktere wirklich optisch ausrüsten konnte. Und wenn der Paladin nachher in so einem richtigen Prunkpanzer dasteht, das ist einfach nur cool. Und das gibt es jetzt leider nicht. Aber er meinte halt, dass man könnte es natürlich umsetzen, aber das Team ist doch recht klein und man sollte sich eher auf die Sachen fokussieren, die das Team schneller hinbekommen könnte und die sie leichter umsetzen könnten. Das kann ich auch nachvollziehen. Dafür allerdings jetzt gleich quasi als Ausgleich, dass es die Paper Doll nicht gibt, kam ein weiterer Punkt, den er mir definitiv bestätigen konnte, dazu, und zwar Markierung auf der Karte selber setzen. Das kommt jetzt noch nicht in dem nächsten Patch. Also Patch 1 ist ja jetzt, ne, müsste jetzt eigentlich zeitgleich mit dem Video demnächst rauskommen. Patch 2 ist auch schon in Planung. Patch 2 kommt noch nicht mit rein, aber bei Patch 3 eventuell. Das macht das Ganze für mich schon wesentlich oldschool-artiger, weil es gehört für mich dazu, dass man sich selber Notizen macht und dann hier war der und der NPC oder hier müsste ich die Quest noch weitermachen, so eine Sachen. Natürlich hat man immer das Journal, aber so eine eigene Notizen in jedem Rollenspiel ist es immer gern gesehen. Ich komme mir gerade vor, so wie so ein Hoch und Ab. Also wir haben jetzt die Paper Doll leider nicht. Markierungen ja, und dafür jetzt wieder eine Sache, die leider nicht kommt. Nämlich kein eigenes Haus und kein eigenes Schloss. Es wurde mir gesagt, dass die Gruppe einen Auftrag haben soll und dem soll sie zielstrebig folgen. Da bleibt keine Zeit, ein eigenes Haus zu kaufen, einzurichten und sonst was. So ist das Spiel nicht aufgebaut. Das heißt, es wird keine Möglichkeit geben, die Sachen einzulagern. Also kein Storage-Haus, kein eigenes Haus, geschweige denn ein Schloss, wie es bei Might & Magic 7 und Might & Magic 4 und 5 gab. Also World of Xeen, das gibt es nicht. Aber es soll NPCs geben, die eine ähnliche Aufgabe erfüllen. Also Gepäckträger und Lastentiere soll es geben und so weiter. Die man dann aber in gewissen Abschnitten auch wieder verliert. Also wenn man zum Beispiel mit einem Greifen reiten will, dann kann man keine Pferde mitnehmen. Macht Sinn, ne? Das finde ich auch ganz cool umgesetzt. Das heißt, bevor man dann mit einem Greifen reitet, muss man sich überlegen, okay, welche Ausrüstung nehme ich jetzt mit und welche verkaufe ich lieber?
Und das ist so wieder so ein richtig schönes Wühlen im Inventar und gucken, was brauche ich nicht. Gerade für mich als jemand, der doch fast alles mitnimmt, wird das bestimmt sehr interessant werden. Ja, also, ne? Hoch, runter, hoch, runter. Jetzt kommt wieder ein Hoch. Die Voice-Overs sind da. Also vorher war es ja doch eine recht stille Spielwelt. Jetzt in der Version, die ich antesten konnte, das ist die Version nach dem ersten Patch, da sind schon die ersten Stimmen mit drin. Also der Erzähler ist da, der einem dann ins Spiel reinbringt. Das war vorher das Bild von so einer komischen Frau, aber der Erzähler war dann wieder männlich, das war schon komisch. Die Stimme ist jetzt auf jeden Fall da und auch die von den ersten NPCs. Und das wird jetzt alles nach und nach nachsynchronisiert, weil das auch in der Community ein recht wichtiger Punkt war. Nächster Punkt. Es kommt demnächst ein Rätsel-Dungeon. Das war auch bei mir im Let's Play. Die meisten Dungeons, die wir da so gesehen haben, die waren nicht so wirklich schwer. Also ja, es gab ein Druckplattenrätsel und noch ein, zwei andere kleinere Sachen, aber es waren doch meistens Kampf-Dungeons. Und jetzt sollen wohl auch wirkliche Dungeons kommen, wo es primär ums Rätselraten geht. Das heißt, es gibt ein, zwei Gegner, ja, aber das ist nicht der Hauptinhalt des Dungeons, sondern das ist eher gucken, wo ist was im Dungeon und dann anhand dem, was man sieht, dann bestimmte Rätsel lösen. Das ist für mich eine sehr gute Entwicklung. Weil einfach nur durchrushen und durchzaubern, alles töten, ist ja schön und gut. Aber ein bisschen Knobeln zwischendurch muss auch sein. Also Rätsel-Dungeon kommt. Dann kommen auch noch neue Klassen, wie Scout, Schamane, Druide und ähnliches. Die vierte Klasse fällt mir gerade nicht ein. Tut mir leid, habe ich vergessen aufzuschreiben. Aber ja, vier neue Klassen kommen jetzt schon mal und dann kommen später ja noch mehr Klassen, dass jede Rasse mindestens drei Klassen haben soll. Und mehr Rassen kommen ja auch noch. Ne? Also die haben ja recht viel geplant, was das angeht. Das muss irre geil werden später in der Charaktererstellung. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann später auch ganz neu anfangen, einfach nur um die ganzen neuen Klassen und Rassen auszuprobieren. Das ist zwar schade um unsere angefangene Truppe, aber pff, sei es drum. Eine Sache, die jetzt noch kommt, im nächsten kommenden Patch, ist die Item Comparison. Das heißt, man kann gucken, was hat man gerade an. Und mit dem Mausover auf dem Gegenstand im Inventar kann man dann sehen, ob das, was man anhat, besser oder schlechter ist. Was man ja aus recht vielen Rollenspielen schon kennt. Aber das haben sie jetzt halt mit reingebracht. Damit wäre meine Liste schon abgearbeitet. Ich habe noch ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Schnellreisesystem soll es geben. Wie ich ja schon erzählt habe, mit dem Greifen, mit Booten, aber auch mit Pferden, die in der Stadt und in der Welt verteilt sind, kann man auf der Welt schneller rumkommen. Es wird aber kein Schnellreisesystem à la Skyrim oder Oblivion geben, wo man dann jederzeit auf der Weltkarte sagen will, ich will jetzt da und dahin. Nee, wäre absolut nicht im Sinne der Entwickler, haben sie auch gleich gesagt. Schnellreisesysteme soll es nur geben, wo es auch Sinn macht. Also von Stadt zu Stadt zum Beispiel. Ja. Das waren die wichtigsten Punkte. Jetzt kann ich noch was über das Event selber schnacken. Also jetzt kommt Privatzeug. Wenn euch das nicht interessiert, dann abschalten und so. Wir sehen uns dann später. Ja, Privatzeug. Also für mich war es eine sehr interessante Erfahrung. Was war das erste Presseevent, wo ich eingeladen wurde quasi? Das heißt, man kommt da an, man wird von der Liste abgehakt und wird dann gleich mit Häppchen und Trinken und was weiß ich bombardiert. Kann ich ihren Mantel nehmen? Kann ich ihnen was essen anbieten? Kann ich was zu trinken anbieten? Ich war da gleich ein wenig eingeschüchtert und ziemlich nervös. Naja, habe ich mir sofort zielstrebig die Might & Magic 10-Ecke gesucht, weil ich da Gleichgesinnte finden wollte und habe dann den Level-Designer getroffen. Und der war auch tierisch sympathisch, war selber nervös, was das Ganze dann für mich ziemlich erleichtert hat. Und als ich dann gesagt habe, wer ich bin, wurde das Ganze noch viel cooler. Er hat nämlich gleich gesagt, ach ja, dich kenne ich, habe all deine Let's Plays geguckt, um Feedback zu bekommen und so weiter. Und da bin ich dann völlig entspannt worden. Also weil es ist dann gleich eine viel persönlichere Sache. Wenn er weiß, was ich gemacht habe und erzählt dann von sich aus, was er von dem Spiel bisher gemacht hat und was sie noch vorhaben und so. Ich konnte zwischendurch in Ruhe meine Fragen stellen. Das war eine sehr entspannte Atmosphäre. Alles auch ziemlich locker. Weil ich wusste vorher nicht, was ich davon halten soll, also wie es werden wird. Ob da jetzt lauter Leute in Anzügen sind, die mit einer Kamera rumlaufen und Notizblöckchen oder ob das irgendwelche total entspannten Leute sind, das ist halt eine recht unbekannte Welt für mich. Aber ist super geworden. Also ich konnte mich da gut mit ihm unterhalten, es war alles auf Du-Basis und dann haben wir auch über das Let's Play gesprochen, über meinen Kanal und ja, alles sehr cool. Die ganze Umgebung war auch etwas alternativ. Also es war ja hier in Hamburg und das Hotel hieß die Superbude. Es ist
ziemlich alternativ. Also da sind an den Wänden dann auch Wegweiser rangeschmiert, so Graffiti-ähnlich. Und man kann sich auf den Zimmern Konsolen bestellen und es ist allgemein eher für Gruppen ausgerichtet. Also wenn man mit 4, 5 Jungs durch die Welt zieht und einfach nur Spaß haben will, dann wäre das wohl genau das Richtige. Und in dem Ambiente dann plötzlich eine ganze Etage für Ubisoft abgeriegelt mit Caterern und was weiß ich. Und in jedem Zimmer stehen dann 3, 4 Computer und Displaywände, wo überall Trailer laufen. Und das war völlig surreal. Das Ganze zu erreichen über einen Hinterhof, wo dann überall kleine Schilder angebracht waren. Ubisoft da lang, Ubisoft da lang. Dritte Tür links hinten hoch und Fahrstuhl neben bis Etage sowieso. Und ja, war eine coole Erfahrung. Aber ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Nur damit ihr so einen kleinen Einblick davon bekommen habt, wie das Ganze für mich so abläuft, wenn ich zu sowas eingeladen werde. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt einen kleinen Einblick davon bekommen, also was in dem Spiel jetzt noch passieren wird und wie so eine Pressedinger da ablaufen. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye bye.